Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Triple Fler, liebe Friends, Family und Fans. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 hier bei uns, Desert Force D. Genau, mit dem Bredo. Hi! Fisch. Ja, hi, Fisch. Ja, wir haben letzte Folge ein bisschen mit Holz und so gemacht, ne? Ja, das hat Spaß gemacht. Oh ich ja. Ich möchte gerade wieder mit Holz arbeiten. Ja, das machen wir auch. Wir machen da gleich weiter. Unsere schöne Silo-Erweiterung auf dem Platz. Alles wunderbar. Haben wir hingekriegt. Jetzt will ich mal gucken, ob wir hier diese Gebüsche noch wegkriegen da in der Mitte. So sinnloser Scheiß, den niemand will. Ja, fräst sie weg. Ja, ich versuch das. Ich denke, das da rechts kannst du auch wegtun, da hinter den Silo-Ballen. Ah, diese das ganz da, kleinen da. Diese Büsche. Ja, ja. Ich denke, die kann man auch wegfräsen. Genau. Ja, hier geht was, hier geht was. Mal hier erstmal ein bisschen Sound noch. Oh, das Silage ist fertig. Hast du gesehen? Oh. Willst du die Silage verkaufen gehen? Ja, wir haben noch genug Geld. Ah, die Spritze läuft, oder? Ja. Aber die braucht nicht so viel. Ist sehr günstig, finde ich. Ja. Dünger läuft auch? Ne. Okay. Kann ich die gleichzeitig lassen? Das wäre vielleicht was, ja. Ja, weil die Spritze ist so breit, das ist okay. Loving you, baby. Überall diese alten Büsche. Kein Mensch will Büsche haben. Jo. Von denen ich einfach wegmachen kann. Von Hand mit der Kettensäge wäre cool. Mhm. Aber die Frage ist, was eigentlich unser Gras noch macht, ne? Ja, das ist noch nicht gewachsen. Habe ich gerade geguckt vorhin. Okay. Ich denke, das wird bald wachsen. Ja. Ja, wir haben viele, viele Baustellen hier. Krass. Okay, das kriege ich nicht weg. Wieso kriege ich das nicht weg? Das ist ein Problem. Der Spritzer läuft mit 12 km/h und der Dünger mit 20, gell? Wow. Mal gucken. Wir machen mit dem Tempomat neu. Ja, nee, dann kostet er gleich viel. Ah, das bringt eben nichts. Stimmt. Aber ja, ich kontrolliere das dann schon. Das geht schon. Ja. Mal kurz sehen. Ich glaube, die große Spritze hat ja 25 km/h. Ja, ich glaube. Das ist verdammt geil. Das ist verdammt geil. Bist du wieder im Land editieren? Ja. Das ist teuer, der Scheiß. Geldsprünge. Ja. So, die Mitte ist fertig. Not bad at all. Wenn ich ein bisschen mehr Geld hätte, würde ich jetzt noch ein bisschen Teer und so machen, Beton, aber da traue ich mich nicht. Jo. Ja, wir werden wieder mal Geld bekommen. Ja. Ja, nicht übel hier. Gehen wir Holz fällen oder was? Ja, ich komme gleich hinterher. Ich will hier noch kurz da da in der Mitte das kurz wegmachen hier bei dem Silage-Ding. Ja. Geht das jetzt nicht? Come on. Ja.
Das ist okay. Ja, schade ist, dass man den fetten Baum nicht wegnehmen kann. Das ist echt schade. Der braucht viel Platz. Den kriege ich jetzt nicht weg, oder? Ja. Oh, den muss ich schneiden. Ja, sonst lassen wir den kleinen Busch da stehen. Easy clap. Okay, der ist schon mal weg. Na gut, du bist drüben bei den Bäumen? Ja. Easy clap, easy clap. Ich komm. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Unser Geld, ne? 10.000 Ocken. Oi, oi, oi. Er geht schon. Ja, das ist okay. Und dann, wenn wir hier ein bisschen gerodet haben, machen wir das Feld länger, oder? Genau. Oh, das geht gar nicht. Ah, doch. Das wir haben vom Grasfeld geredet, ne? Ja, stimmt. Genau. Genau, vom Grasfeld. Ja, 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 ja. Kann es sein, oder ist die Palme höher als die anderen, die wir gefällt haben? Es kann sein, aber warte ich das Ding. Ja, ja, ja. Okay, okay. Bisschen rüber. Ja, ja, ja. Krass, ich kann die kaum von Hand heben, ey. Die sind so schwer. Krass. Hallo, Busch. Okay. Ja. Die Holzarbeiter sind hier. Ja. Wäre es schlau gewesen, einen zweiten Anhänger mitzunehmen? Ja. Weil ich kann einen holen gehen. Whatever you want. Wie du willst. Ja, die sind ja momentan alle leer. Momentan, somit easy clap. Ja, easy clap, liebe Zuschauer. Dun, dun, dee, 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 down. Aber das Gras hier bei unserem Hof war doch fertig, oder nicht? Yep. So halb. Okay, okay. Ist das, man? Boah. Genau, noch, yeah. Ich glaube, das gibt mehr Geld, dieses Holz. Ich hoffe. Das letzte war ja ein Witz eigentlich. Ich weiß nicht, ob der Holzpreis so tief war. Ich habe ihn gar nicht geguckt. Was passiert, wenn man nicht guckt, ne? Wenn man die Augen verschließt. Augen verschlossen. Oha. Okay, dieser Hügel da, der ist nicht so dolle. So. Okay. Okay, 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 okay. Oh.
Ja, ja, ja. Ah, das ist schon geschnitten da. Ich hab schon zu lange gemacht. Ja. Lol, ich hab die eigentlich alle schon geschnitten. What the fuck? Ah, das ist zu schwer, das Teil da. Boah, du Heck! Okay, die Palmen sind riesig, gespannt. Ey. Ja. Zwei Holzköpfe am Holzen, ne? Holzkopf! Eine Palme, ein Anhänger voll. Ja. Geil. Ja, jetzt machen wir hier mehr gegen unten erst, ne? Mach den mal an. Oder willst du da oben? Nee, das macht keinen Sinn, wenn wir das Feld weiter machen wollen, ne? Wenn wir schon hier unten. Jupp. Timber! Oh, 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 hallo! Fällt sie nicht? Ja, mach nix, ich hab fettes Gerät, aber. Aha, okay. Ne, passt. Nice. Alright! Mit dem fetten Gerät. Kannst du heben oder ist es zu schwer? Geht. Easy clap. Zwei Ölsköpfe am Werk, du. Oh, der war zu schwer jetzt. Wie viel an Schnitt? Was mit dem Helfer? Probier mal. Moment, der Helfer ist fertig. Welcher Helfer ist fertig? Ich glaube, der Unkraut doch. Ah ja. Mach das schon. Oh, der ist zu lang. Ja, weil da kein Unkraut gewachsen ist. Oh. War da noch nie überall. Oh. Eine Bahn. Auf dem anderen Feld noch gar nichts, ne? Ich gucke. Glaube nicht. Ja. Das andere Feld sieht clean aus. Da soll ich die Zeit noch ein bisschen? Oder ne? Ne, ne. Spielt keine Rolle. Ich bin den Rest dann irgendwann. Ja. Ja, ja. Bäume fällen, Bäume fällen. Bin ja gespannt, was das noch hier auf dem Konto gibt, du. Jo. Ja.
zwei Palmen. Viel Geld. Wie lädst du denn wieder auf? Ich. Mach da mal so. Es geht schon. Jetzt hält er da. Lol. Was? Ich glaube, der ist angekettet. Kannst du mal alle Dinge wegmachen? Ja. Ja. No. Ja. Easy. Nein. Ja. Und der letzte. Ja. Passt doch. Ja. Willst du verkaufen gehen? Boah, kann ich, wenn du willst. Ja, ich komm einfach mit. Easy clap. Und ich fräse ein bisschen rum hier. Ja, also die Büsche machen. Aber es gehen nicht alle Büsche, ne? Die ganz leichten Büsche kannst du nicht machen. Die gehen dann weg mit dem Flug. Wo waren das jetzt hier links, ne? Ich glaube. No, no, don't you worry now. Ja, das waren jetzt zwei Palmen, ne? Jupp. Bin ich gespannt. Ich sag 15.000. Ja, ich hoffe. Wobei rein mengenmäßig ist ja eigentlich nicht viel mehr. Also ist ja weniger als vorhin. Aber das waren fette Palmen. Ja. Mal sehen. Don't you worry, man. What the fuck? Oh shit. Ja, 8.000 waren es. Schade. Gibt ja fast nichts. Na, ich frage mich ja, wieso? 8.000 für zwei Palmen. Oh, ein Zug. Kann ich wieder sagen, habe ich einen Zug erwischt. Boah. Boah. Easy clap. Krass. Krass. Das ist krass. Ja gut, immerhin, das hält uns ein bisschen über Wasser, ne? Ein bisschen. Boah. Mir Zeit, dass wir Feld 4 und 5 noch kaufen und es zusammenhängen mit Feld 6. Don't you worry now. Aha. Oh, das ist nur so. Ne? Abfall, ne? Oh ja. Ich weiß nicht, FN, müssen wir dann das Loch hier noch ein bisschen auffüllen, ne? Das ist riesig. Ja, ich weiß. Timber! Ja, ich hab's geschafft. Ah, ne, sie steht. Scheiß Palme. Ah, shit.
glaube ungefähr so, ne? So Augenabschnittchen da so. Zap. 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 Oder meinst du, wollen wir das Loch hier belassen? Ich weiß nicht. Da geht zwar nur um Gras, oder? Schauen. Jo. Mal sehen. Vielleicht geben lange Stämme mehr Geld. Kann das sein? Es kann sein. Ich weiß nicht, wie es ist. Versuch das gleich mal. Ich habe ja den Greifer. Ja. Also ich habe mal irgendwo gesehen, dass Giants hier so eine spezielle Formel hat, irgendwie zum Bombenberechnen. Okay. Also dass der Arbeitsaufwand, den du hast, das Zerschneiden, dass das auch gerechnet wird. Aber da gibt es, glaube ich, so eine gewisse Ideallänge, weißt du? Die dir am meisten bringen wird, wahrscheinlich. Okay. Aber wie viel das genau ist, ich weiß nicht, wahrscheinlich so 3 Meter, so dass es genau auf den Ladeding drauf geht, oder? War ja kein Bock, jetzt so ein Ding zu kaufen. Weil das Baumzeug ist echt teuer, ne? Jetzt, der ist zu schwer. Ein kleinerer Mann. Ich bring mal den weg. Ja. Ich glaube, das gibt einen Unfall. Ja, das Blöde ist, wenn der Zug kommt. Oder kann ich den draufladen? Was meinst du? Geht das? Ja, versuchen kannst du es, aber... Ich hab Angst, dass alles kippt. Oh, wow, 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 wow. Muss das Zeug mal anmachen? Ja. Lass doch auf den Hinternhänger noch. Was denn? Die anderen Stücke. Ich mach das schnell an. Okay. Do wow, do 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 do. Ah, das Zeug ist noch da, ne? Dün, 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 dün. Alles, was wir brauchen, ist gute Mucke und ein bisschen Holz. Warum fällt jetzt der Ast, der Stamm nach unten? Weiß nicht. Lol. Zu schwer? Das ist komisch. Fertig. Ohne das zu machen. Na, kurz da. Den Ding wegmachen, solange ich noch weiß, wo der Strumpf da ist, ne? Hm.
Oh, wo ist er denn? Ah, hier. Das ist noch nicht okay, oder? Oder doch? Das ist okay. Das ist geil. Ist schön. Fachmännisch verladen. Geiler Shit. Und eigentlich soll's gehen. Ja, guck. Ja, geil. Jetzt bin ich gespannt. Das waren ja jetzt theoretisch auch zwei Palmen, ne? Yep. Time. Wahrscheinlich würde es mehr Geld geben, wenn wir es beim Zug mitgeben würden. Das ist möglich. Ja, so Riesenaufwand, du. Ja. So. Okay. 10.000. Das ist weniger, oder? Als vorhin. Ich weiß gar nicht. Oder? Also, es bringt nicht so viel. Ja, bis jetzt haben wir 32.000 verdient mit Holz. Ja, das war ja nicht so viel, ne? Ne. Timber! Jetzt ruckelt's wieder. Krass. Ja, die Frage ist, wie weit wir noch machen wollen hier. Ich würde da die oberen auch noch ein bisschen wegmachen. Naja, aber ich meine jetzt rein fürs Grasfeld länger zu machen, müssen wir ja eigentlich nicht viel mehr. Oder willst du noch weiter? Jo. Passt. Können wir noch ein bisschen pflügen noch. Ja. Schon geil so. Ja. Ja, aber ich glaube, viel weiter nach hinten müssen wir, glaube ich, nicht machen. Nach unten zur Straße auch nicht, weil da hier ist ein Zaun. Den kriegen wir sowieso nicht weg. Jo. Wie heißt dieses Ding? Gibt es so einen Wettbewerb, oder? Timber, ja, Timber-Ding. Ja. Timberlake. Justin.
Oh, aber lieber Fred, wir sind am Ende. Ach, echt jetzt? Nur mit Holz? Ja, am Ende dieser Folge. Again. Oh mein Gott. Ja, die Förster und Holzfäller bedanken sich bei euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder bei LS19, ne? Jo. Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Peace out. Haut rein.